müssen die für Benutzerinnen und Benutzer also noch ein bisschen Geduld. Gestern von einer möglichen zweiten Welle gesprochen. Wie gehen denn die Wienerinnen und Wiener in diesen Tag? Also man muss sagen, also auch heute ist es so, hier an dem Knotenpunkt U4, U6 Längenfeldgasse, dass die Information, dass die U-Bahn zum Teil gesperrt ist, eben noch nicht bei allen angekommen. Also es kommen auch hier wieder im Minutentakt Menschen, die in die U-Bahn einsteigen wollen, aber das geht noch nicht. Also es gibt nach wie vor Teilsperren, eben ganz stark betroffen. Die U4, die fährt fast die gesamte Strecke nicht. Also von Hütteldorf bis Friedensbrücke ist die U4 nach wie vor gesperrt. Die U6 zwischen Meidling, das sieht man hier im Hintergrund bei mir, die Station Meidling quasi. Und ich stehe jetzt hier Längenfeldgasse bis Westbahnhof ist hier gesperrt. Und auch eben die U2, die U3, die sind noch immer teilgesperrt. Und das wird auch noch so weitergehen. Also es ist so, dass hier hinter mir bei der U6 heute angefangen wird mit den Arbeiten, dass diese Barriere, die hier aufgebaut wurde über Stunden, bevor das Hochwasser kommt, die wird jetzt wieder abgebaut. Und das heißt aber nicht, dass hier die U-Bahnen gleich wieder fahren werden. Denn jetzt wird mal dieser Balken abgebaut. Das wird einige Stunden dauern. Die Sandsäcke wurden schon weggeschaffen. Und dahinter befindet sich kritische Infrastruktur. Da geht es bergab, da fährt die U6 und da ist viel Elektronik und jetzt muss man, wenn das abgebaut ist, erst einmal schauen, sozusagen, ob etwas beschädigt ist und was beschädigt ist. Und an vielen Stellen laufen die Gleise in einem Schotterbett. Man muss schauen, ob das ausgeschwemmt wurde, ob die Gleise stabil sind. Also jetzt werden diese Hochwasserbarrieren, die zum Teil eben aufgebaut wurden, wieder abgebaut. Dann müssen Arbeiterinnen und Arbeiter durchgehen, sich das Meter für Meter anschauen, wirklich händisch abklopfen, schauen, ob die Gleise stabil sind. Und erst dann kann man sagen, wann die U-Bahnen wieder fahren werden. Also das wird voraussichtlich trotzdem erst morgen sein, auch wenn heute bereits hier begonnen wurde mit den Abbauarbeiten. Also die Schäden, da ist noch viel, sehr, sehr viel unklar. Wäre auch natürlich die Frage, wann läuft denn alles wieder wie gewohnt, aber das ist wahrscheinlich nicht abzusehen, oder? Das kann man so noch nicht genau sagen. Also es ist nach wie vor große Einschränkungen, wie gesagt, im Wiener Frühverkehr. Es fahren hier Ersatzbusse, das sind große Gelenkbusse, die zum Beispiel eben die Menschen hier befördern statt der U4. Aber man muss sich vorstellen, in der Früh, im Wiener Frühverkehr, da fahren U-Bahnen im 2-3-Minuten-Takt. Da gehen normalerweise 900 Menschen in eine solche U-Bahn rein. In einen Gelenkbus, in einen Ersatzbus gehen knapp 100 Menschen rein im Wiener Frühverkehr, wo ja jetzt doch alle mit dem Auto fahren, die halt in die Stadt rein müssen, stehen die dann im Stau. Also das kann sich quasi nicht wirklich ausgehen, dass man das alles auffängt, was normalerweise eben in der U-Bahn unterwegs ist. Also nach wie vor starke Einschränkungen. Und wie gesagt, also zuerst muss man abklären, das wird heute noch den ganzen Tag dauern. Es gibt mehrere Sitzungen, mehrere Krisenstäbe auch der Wiener Linien, gemeinsam mit der Stadt oder nur mit den Wiener Linien auch zum Teil. Und wie gesagt, das müssen die Arbeiten hier wirklich ganz genau geschaut werden, ob Beschädigungen da sind, ob irgendwas zu reparieren ist. Und erst dann kann man vollständig wieder die Gleise freigeben. Müssen die ÖFB-Benutzerinnen und Benutzer also noch ein bisschen Geduld? Ja, wir sind dabei, einmal die Infrastruktur insofern wieder frei zu machen, indem wir die Sandsäcke wegbefördern und vor allem die Dammbalken, wo man sieht, das sind ja sehr, sehr schwere Bestandteile, die man ja auch mit Kränen in die Höhe heben muss und abtransportieren muss. Wir haben bei der U6 auch noch die Besonderheit, dass wir einen Oberleitungsstrom haben, das heißt, den muss man demontieren und dann wieder montieren. Wir haben teilweise auch noch Wasser in den Gleisen. Das muss noch abgepumpt werden. Dann geht es darum, die Gleise zu begehen, die Stationen zu begehen, unsere Stromanlagen zu testen, den Funk zu testen. Wenn das alles erledigt ist und abgenommen ist, dann kommt erst der Zug auf die Gleise, muss Probe fahren. Und wenn die Betriebsleitung dann ihre Freigabe gibt und die verantwortet sich auch nach dem Gesetz, dann können wir für den Fahrgastbetrieb wieder auch letztlich freigeben. Die Wiener Linien planen im Laufe des Mittwochs, den kompletten Fahrbetrieb mit allen U-Bahn-Linien wieder aufzunehmen.